Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Und Christine, du schaust später auf zwei Knüller-Partien in der Fußball-Champions League. Knüller ist gut. Guten Abend. Hier ist unser Angebot an diesem Dienstag. Solidarität mit Litauen. Verteidigungsminister Pistorius erneuert das deutsche Beistandsversprechen. Das baltische Land wünscht sich aber noch mehr Bundeswehrpräsenz. Nach den Giftanschlägen auf Schulmädchen in Iran gibt es erste Festnahmen und neue Protestaktionen von Eltern und Lehrern. Auf den Kopf gestellt. Werke von Georg Baselitz treffen auf alte Meister. Zu erleben im Kunsthistorischen Museum in Wien. Unsere Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt, so Verteidigungsminister Struck vor vielen Jahren über die Stationierung deutscher Soldaten in Afghanistan. Heute wählte sein SPD-Nachfolger Pistorius ähnliche Worte, um die Wichtigkeit der von Deutschland angeführten NATO-Mission in Litauen zu verdeutlichen. Er sagte, die Sicherheit Litauens sei auch unsere Sicherheit. Innerhalb der NATO-Ostflanke ist Litauen in einer besonderen Situation. Das Land grenzt zum einen an die russische Exklave Kaliningrad und zum anderen an den Moskau-Verbündeten Belarus. Rund 800 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind ständig dort. Etwa 600 nehmen jetzt zusätzlich an einer Militärübung teil. Die Regierung in Vilnius hätte aber dauerhaft gerne mehr. Aus Litauen, Ines Trams. Weit sind sie gereist, die Soldatinnen und Soldaten der Panzergrenadierbrigade Vorpommern, um hier die Abwehr eines möglichen russischen Angriffs zu üben. Es gilt, Litauen zur Seite zu springen. Verteidigungsbereitschaft will man zeigen, abschrecken und für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Man muss sich kennen, man muss miteinander üben, man muss zusammenwachsen, die Einsatzverfahren voneinander kennen und nur so kann das am Ende des Tages klappen. Seine erste Reise zu einem Auslandseinsatz führt Verteidigungsminister Pistorius hierher an die Ostflanke. Nach dem Angriff auf die Ukraine verstärkte die NATO den Schutz für Litauen. Deutschland sagte eine Brigade zu. Pistorius signalisiert Unterstützung ohne Wenn und Aber. Bis 1990 war die Bundesrepublik Deutschland die Ostflanke. Wie unsere Sicherheit wurde gewährleistet durch die NATO und ihre Verbündeten. Und heute ist eben Polen, das Baltikum und andere Länder die Ostflanke. Und deswegen sind wir heute genauso in der Verpflichtung, diesen Schutz zu gewährleisten, wie das die NATO damals für uns getan hat. Doch es knirscht zwischen Vilnius und Berlin. Pistorius' Amtskollege fordert, dass die zugesagte Brigade mit bis zu 5000 Männern und Frauen dauerhaft hier stationiert wird und nicht nur zum Üben kommt. Pistorius hadert mit einer festen Präsenz. Doch für den Litauer beginnt die NATO-Verteidigungslinie genau hier. Die geografische Lage der baltischen Staaten erfordert eine stärkere Präsenz der Bündnispartner in der Region, um eine zuverlässige Abschreckung und vorne Verteidigung zu gewährleisten. Was ist militärisch und von der Abschreckung und von der Flexibilität her das Richtige? Eine feste Brigade im Baltikum oder mehrere? Oder ist es besser, zum Schutz der gesamten Ostflanke über flexible Einheiten nachzudenken? Die Entscheidung über eine dauerhafte Stationierung in Litauen, sie ist zunächst vertagt bis zum NATO-Gipfel im Sommer hier in Vilnius. Jetzt zum Krieg in der Ukraine und zu den Gefechten in der Stadt Bachmut im Osten des Landes, die ja jetzt schon Monate andauern. Dort hat sich ein Zermürbungskampf entwickelt. Russen wie Ukrainer haben in Bachmut hohe Verluste. Die vielen Verwundeten zu versorgen, ist für die Sanitäter eine Herkulesarbeit. Wie ein ukrainisches Freiwilligenbataillon mit einem umgebauten Bus Opfer in Sicherheit bringt, das zeigt uns unser Reporter Henna Hebestreit. Er sieht aus wie ein ganz normaler Reisebus. Tatsächlich rettet er Leben. Ausgestattet mit medizinischen Geräten bringt der verwundete Kämpfer ins sichere Hinterland. Die meisten haben verletzte Gliedmaßen, Schuss- oder Splitterwunden. Oft gibt es Leute mit Lungenverletzungen, wenn der Brustkorb getroffen wurde. Das erleben wir hier sehr oft. Danilo und andere Ärzte und Sanitäter der Hilfsorganisation Hospitaliter wollen so viele Leben retten wie möglich. Es ist ein steter Wettlauf mit der Zeit, denn von der Front in Bachmut kommen ständig neue Opfer. Für die Ukraine ist eine Aufgabe der Stadt aktuell keine Option. Seit einigen Wochen haben die Russen nördlich von Bachmut Fallschirmjäger und Panzerbrigaden und Artillerie zusammengezogen. Aus leichter und schwerer Artillerie werden dort 250 bis 300 Geschosse am Tag
auf uns abgefeuert. Selbst in Lebensgefahr ziehen Rettungscrews auf dem Schlachtfeld Verwundete aus der Schusslinie und bringen sie zur medizinischen Erstversorgung. Bilder aus den Bodycams zweier deutscher Helfer lassen das Grauen erahnen. Später im Evakuierungsbus ist für ihn der Krieg erstmal vorbei. Eine Drohne hat eine Granate auf mich abgeworfen. Mein Knie ist kaputt, ein Finger gebrochen. Das war heute Nacht. Die Helfer von Hospitaliter haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Sie werden auch heute wieder Verletzte in Sicherheit bringen. Blicken wir auf eine rätselhafte Vergiftungswelle. In den letzten Monaten sollen im Iran bis zu 5000 Schülerinnen vergiftet worden sein. Für Eltern ein Albtraum. Sie protestierten auch heute wieder zahlreich für mehr Sicherheit. Jetzt, oder besser erst jetzt, sind in 5 Provinzen Verdächtige verhaftet worden. Jörg Brase berichtet. Verurteilt diese Chemieangriffe, rufen Lehrer und Eltern in Karaj, Proteste auch in anderen Städten im Land. Die Wut wächst auf untätige Behörden. Im Provinzkrankenhaus von Divandare waren am Wochenende erst wieder Kinder mit Vergiftungen eingeliefert worden. Als niemand zum Sportunterricht kam, sind wir in die Eingangshalle gelaufen und da roch es so komisch wie nach Parfüm. Mein ganzer Körper war taub, ich konnte nicht mehr laufen. Mehrere tausend, zumeist Schülerinnen, wurden seit November offenbar mit einem Gas vergiftet. Erst jetzt, nach über 3 Monaten, meldet sich Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei zu Wort und fordert, die Täter zu finden und hart zu bestrafen. Denn das ist keine Kleinigkeit. Es sind Verbrechen gegen die Schwächsten, gegen unschuldige Kinder. Verbrechen, die Angst und Unsicherheit in der Gesellschaft und den betroffenen Familien verbreiten. Wer hinter den mysteriösen Anschlägen steckt, ist noch völlig unklar. Es handelt sich offenbar um chemische Angriffe. Die Behörden haben die Vorfälle bislang völlig unterschätzt. Und es gab offenbar bisher auch kein großes Interesse daran, diese Angriffe aufzuklären. Nach dem Machtwort des Staatsoberhaupts meldeten die Behörden heute erste Festnahmen von Tatverdächtigen. Vorher aber war ein Journalist festgesetzt worden, der zu den Vorfällen recherchierte, und Eltern, die für die Sicherheit ihrer Kinder demonstrierten. Über den Flughafen im syrischen Aleppo gelangen Hilfslieferungen mehrerer Länder zu den Erdbebenopfern. Jetzt ist der Airport nach syrischen Angaben geschlossen, weil Israel ihn angegriffen haben soll. Israel kommentierte die Berichte nicht, bombardiert aber regelmäßig Ziele im Bürgerkriegsland Syrien und damit den Waffennachschub für Iran-treue Milizen zu verhindern. In Frankreich, da ging heute fast nichts mehr. Züge, Flughäfen, Schulen, Müllabfuhr, sie alle streikten gegen die geplante Rentenreform. Das Land nahezu lahmgelegt. Die größte Protestaktion seit Jahrzehnten treibt Menschenmassen auf die Straßen, während der Senat die Pläne von Präsident Macron berät. Anna Wasberg hat mehr. Die Wut wächst und der Protest wird immer lauter auf Frankreichs Straßen. Alle Altersgruppen demonstrieren, branchenübergreifend. Rund 70% der Französinnen und Franzosen lehnen die Rentenreform vehement ab. Sie finden sie ungerecht. Jeder hat die Nase voll von diesen Ungleichheiten zwischen Arm und Reich, die durch die Rentenreform noch verschärft werden. Im Senat laufen seit Wochen die Diskussionen. Das Renteneintrittsalter soll mit der Reform auf 64 Jahre angehoben werden. Vor allem, um die Renten verlässlich finanzieren zu können, von bald 20 Millionen Menschen. Und das, ohne auch nur einen Euro der Kaufkraft einzubüßen, die Steuern zu erhöhen oder die Renten zu kürzen. Das bedeutet, dass wir alle ein bisschen länger arbeiten müssen. Konkret 43 Arbeitsjahre für den Erhalt der vollen Rente. Ohne uns, sagen die Gewerkschaften. Schon in der Nacht brannten die ersten Straßenbarrikaden. Züge und Metros fahren nur vereinzelt. Flüge sind gestrichen und alle Raffinerien im Land blockiert. Präsident Macron will trotz aller Proteste an seiner großen Reform festhalten und hofft auf Zustimmung im Parlament. Auf der Straße fühlen sich viele ungehört und wollen nicht, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Jetzt zu einer heiklen Frage, die das deutsch-chinesische Verhältnis weiter belasten könnte. Gefährdet chinesische Mobilfunktechnik, die im deutschen Handynetz eingebaut wurde, die nationale Sicherheit? Möglicherweise schon,
Diesen Schluss lässt zumindest ein Schreiben zu, das das Innenministerium an alle Netzbetreiber verschickte. Jetzt soll eine umfangreiche Überprüfung kommen. Und neben der Sicherheit steht jetzt auch die Kostenfrage im Raum. Volker Dudek. Deutschlands Telekommunikationsunternehmen bekommen unerwartete Mehrarbeit, die Nachkontrolle des 5G-Netzes. Die Branche soll noch einmal bereits verarbeitete Steuerelemente der chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE unter die Lupe nehmen. Dahinter steckt offenbar die Sorge vor Spionage und Sabotage. Das Bundesinnenministerium spricht offiziell nur von Risiken. Da geht es insbesondere um Missbrauchsrisiken, was die Sicherheit, die Vertraulichkeit, die Integrität, die Verfügbarkeit oder Funktionsfähigkeit dieser kritischen Telekommunikationsinfrastrukturen angeht. Dass sich Deutschland mit China anlegt, viele Jahre undenkbar. Die Wirtschaftsbeziehungen hatten immer Priorität. Oppositionspolitiker wollen auch Lehren aus den gescheiterten deutsch-russischen Beziehungen ziehen. Sie fordern ein Umdenken und mehr Kontrolle. Wer die Netze beherrscht, wer dieses 5G beherrscht, der hat enormen Einfluss in Deutschland. Und diese Souveränität dürfen wir nicht an ein Unternehmen ausliefern, das dem Einfluss eines autoritären, diktatorischen Staates seinerseits ausgeliefert ist. Aber Kontrolle kostet Geld, wahrscheinlich viel Geld. Und das will der Branchenverband auf keinen Fall allein bezahlen. Die Netzbetreiber haben absolut gesetzeskonform und sicherheitsüberprüft mit Brief und Siegel Technologien eingekauft und verbaut. Und wenn jetzt die Politik im Nachhinein zu anderen Schlussfolgerungen kommt, die sie ihre damaligen Entscheidungen revidieren lässt, dann muss sie auch die Kosten dafür übernehmen. Und es wird wahrscheinlich noch teurer, denn die Bundesregierung will auch die 4G-Technologie auf Sicherheitsrisiken untersuchen lassen. Frauen verdienen immer noch weniger Geld als Männer. Und daran erinnert heute der Equal Pay Day. Er markiert symbolisch den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer vom 1. Januar ab bezahlt werden. In Prozenten gesagt, Frauen bekommen 18% weniger, auch weil sie eher in Teilzeit arbeiten und klassische Frauenberufe weniger Geld bringen. Das alles rausgerechnet, bleiben aber immer noch rund 7% Benachteiligung. David Metzmacher. Haare schneiden, Kinder erziehen, Alte pflegen. Frauen arbeiten häufiger als Männer in Branchen mit niedrigem Einkommen. Noch dazu sind deutlich mehr Frauen in Teilzeit beschäftigt als Männer. Für die Aufsichtsrätin und erfahrene Spitzenmanagerin Simone Menne ist das eine unterschätzte Gefahr. Wenn Frauen ihr Leben lang Teilzeit arbeiten, in dieser Teilzeitfalle sind, weil es teilweise wegen Ehegattensplitting finanziell vermeintlich okay ist, weil sie am Ende als Paar dasselbe rauskriegen. Sie haben dann als Frau aber am Ende viel weniger Rente. Doch das Lohngefälle besteht nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Berufsgruppen. Ein Beispiel. Ärztinnen verdienen in Vollzeit im Schnitt 30% weniger als Ärzte. Können Frauen nicht richtig verhandeln? Das Max-Planck-Institut in Bonn hat in Laborversuchen herausgefunden, Frauen scheuen tatsächlich Wettbewerbs- und Risikosituationen. Es ist ja so, dass wir in unserer Wirtschaftsform fällt kaum einem jemand der Job einfach so vom Himmel auf die Schultern herunter, sondern man muss tatsächlich den Hut in den Ring werfen, sich mit anderen messen, sich bewerben mit unsicherem Ausgang. Was die Forschenden am Max-Planck-Institut auch festgestellt haben, Quotenregelungen motivieren Frauen zum Wettbewerb. Und zwar insbesondere die leistungsstarken Frauen. Heißt, das ganze blöde Stammtischgerede von unterqualifizierten Quotenfrauen sollte man mal empirisch vergessen. Ja? Bei den Bildungsabschlüssen haben Frauen gegenüber Männern übrigens die Nase vorn. Beim Einkommen gibt's noch einiges aufzuholen. Und die ganze Dokumentation unserer Kollegen können Sie heute Abend in Dreisat sehen um 22.26 Uhr. Und schon jetzt finden Sie das Video in der ZDF-Heute-App. Dort auch weitere Infos zum Equal Pay Day. Sie haben es vielleicht bemerkt, wenn Sie heute tagsüber Fernsehen geschaut haben. Einige unserer Heute- und Magazinsendungen sind ausgefallen. Grund war ein Warnstreik. Das ZDF und die Gewerkschaften verhandeln gerade über einen neuen Tarifvertrag. Zum ersten Mal sind zwei Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden. Die Männer sollen für 2 bzw. 3 Monate ins Gefängnis. Zusammen mit anderen Demonstranten hatten sie sich Anfang Februar auf einer Straße in Heilbronn festgeklebt.
vorher schon bei ähnlichen Aktionen aufgefallen, erklärten sie vor Gericht, weitermachen zu wollen. Darum das ungewohnt harte Urteil, das aber noch angefochten werden kann. Georg Baselitz ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler unserer Zeit. Sammler zahlen Millionen für seine Bilder. Provokation gehört ja zum Kerngeschäft der Kunst, aber die Art und Weise, wie Baselitz sie betrieb, blieb im wahrsten Sinne des Wortes hängen. Viel Sex und viel verkehrt herum. Das Kunsthistorische Museum Wien zeigt von heute an seine von ihm mitgestaltete Ausstellung. Zu sehen seine Nackten und die alter Meister. Britta Hilpert. Kunsthistorisch ist Nacktheit nichts Neues. Neu ist die Kombi. Auch für Baselitz selbst. Ich bin immer im Zweifel, aber wenn ich das sehe, muss irgendwie was richtig gemacht worden sein. Die Ausstellung Baselitz, Nackte Meister, bringt neue Blicke auf Altes. Was werden diese alten Meister sagen, wenn heute so frisches Blut in diese Räume kommt? Ja? Wie werden sich die verstehen jetzt? Ja? Die werden eine herrliche Party heute haben. Fünf Säle mit Meistern wie Cranach, Memling und fast fünf Jahrzehnten Baselitz. So viel modern war nie im Kunsthistorischen Museum. Baselitz malt über Kopf, befreit und schwerelos. Für D'Arpino heißt über Kopf Engelssturz. Zwischen Himmel und Erde ist der Mensch. Wo ist Baselitz? Er ist im Olymp und er ist aufgenommen in die Riege der Alten, aber Meister. Ich weiß gar nicht, ob er das möchte, dass ein alter Meister ist. Möchte er das? Eben nicht, ja, darum finde ich es gut. Bodenhaftung und Humor hat Baselitz. Er hat bestimmt, was zusammenhängt. Ob es auch zusammengehört, darf jeder selbst entscheiden. Ja, Fußballfans, die stehen vielleicht auch Kopf, weil zwei Knüllerpartien in der Fußball-Champions League anstehen. Hopp oder top, das ist das Motto. Borussia Dortmund hat als erste der vier deutschen Mannschaften die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Heute Abend auswärts beim FC Chelsea im Gepäck. Das 1:0 aus dem Hinspiel und einen richtig guten Lauf. Der BVB strotzt vor Selbstvertrauen, hat als einziges Team in Europas Top-Ligen alle Pflichtspiele 2023 gewonnen und zuletzt auch die engen Begegnungen für sich entschieden. Exemplarisch dafür der Sieg gegen Leipzig vergangenen Freitag. Doch Trainer Edin Terzic mahnt vor dem Champions-League-Rückspiel beim Tabellenzehnten der Premier League zur Vorsicht. Wir haben gesehen, welches Potenzial diese Mannschaft hat. Ich glaube auch nicht, dass der Tabellenstand dem entspricht, was sie aktuell leisten. Sie haben da auch wirklich in den letzten Wochen nicht die Punkte eingefahren, die sie eigentlich verdient gehabt hätten. Der formstarke Dortmunder Schlussmann Gregor Kobel nach muskulären Problemen fraglich. Karim Adeyemi, Torschütze beim 1:0 Hinspielerfolg, fällt hingegen definitiv aus. Die Ausgangslage für Schwarz-Gelb gut, aber nicht komfortabel. Ja, und für die Bayern wäre morgen Abend ein Sieg gegen PSG die perfekte Antwort auf die aktuelle sportliche Kritik. Immerhin, der 1:0 Hinspielerfolg ist schon mal eine Bank. Die Fans im Rücken, alle Spieler fit. Die Ausgangslage bei den Bayern stimmt. Paris ohne den verletzten Neymar, aber mit Messi und vor allem Mbappé. Er ist einfach einer der besten Stürmer der Welt, mit unglaublichen Waffen, die er hat. Morgen spielt er von Beginn an, sprich wir können uns von Beginn an auch darauf einstellen. Du wirst trotzdem nicht immer alles verteidigen können, weil er einfach außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Ihn stoppen soll Josip Stanišić als Ersatz für den gesperrten Pavard. Und Nagelsmann, der träumt auf der PK schon von mehr. Der Triumph in der Königsklasse sein größter Wunsch. Doch erst einmal gilt es, PSG auszuschalten. Auf der Königsetappe des Ocean Race hat sich Boris Herrmann mit seiner Crew auf Rang 3 vorgekämpft. Die größeren Probleme an der Yacht Malizia konnten behoben werden und man könne endlich wieder zu 100% segeln. Allerdings bleibt die Wetterlage im südlichen Ozean arg knifflig. Also mir wird schon komisch und ein bisschen seekrank beim Hinschauen. Ist auch nichts für mich. Nee. Aber Wetter ist ein gutes Stichwort. Danke, Christine. 5 bis 20 cm Neuschnee sind heute Nacht möglich. Wo genau? Das erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Um 22.10 Uhr sehen Sie das Heute-Journal mit Christian Sievers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einen entspannten Abend für Sie. Thank you.
Guten Abend. Das stürmische Tief Cornelis ist heute von der Nordsee weiter nach Südschweden gezogen. Es trennt kalte Luft aus Norden von milderer Luft im Süden. Dieses Wolkenband markiert nicht nur eine Kaltfront, sondern eine Luftmassengrenze. Und an der fällt heute Nacht viel Schnee. 5 bis 10, in der Eifel sogar 20 cm Neuschnee. Das wird den Verkehr behindern. Einzelne Schneeschauer gibt es auch in Schleswig-Holstein. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf +3 bis -4 Grad und liegen morgen im Norden bei 3 bis 5 Grad. Im Süden wird es dagegen sehr mild mit 9 bis 13 Grad. In der Mitte aber, hier von Sachsen über Thüringen und Hessen bis nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, liegen die Höchstwerte nur so bei 0 bis 3 Grad. Das ist genau der Bereich, in dem Sie sich besonders morgen früh und am Vormittag auf weitere Schneefälle und Glätte einstellen müssen. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze an. Im Süden fällt kräftiger Regen und im Norden sehen Sie häufiger die Sonne. Da ist es ganz freundlich mit einigen Schneeschauern. Der Donnerstag wird ruhiger. Freitag und Samstag schüttet es dann im Westen und im Süden ergiebig. Und dazu wird es auch wieder deutlich windiger. Guten Abend.